Hallo Leute, ich grüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven Kfz Alarm. Wir beschäftigen uns seit 30 Jahren mit dem Thema Fahrzeugsicherheit und sind dafür Marktführer in Deutschland. Und in meinem heutigen Video geht es um die Absicherung eines VW T6.1. Aktuelles Lagebild vom Bundeskriminalamt: am stärksten belastet ist die Hauptstadt Berlin, gefolgt von Hamburg. Und was Fahrzeughersteller anbelangt, laut aktuellen GDV-Zahlen von 2018 ist VW am stärksten belastet mit Totalverlusten, noch vor BMW und Audi. Haben die Fahrzeugdiebe eine Methode gefunden, die werkseitigen Sicherheitssysteme einmal zu überlisten, können sie es natürlich dadurch, dass es sich um eine Serienfertigung handelt, bei allen Fahrzeugen anwenden, und deshalb werden heutzutage auch so viele Fahrzeuge so schnell gestohlen. Kinderleicht können sich die Diebe heutzutage sowohl mechanisch über das Türschloss mit einem sogenannten Turbodecoder Zutritt verschaffen, aber natürlich auch über die Achillesferse der Fahrzeugsicherheit, nämlich die Funkübertragung des Autoschlüssels. Zum einen können sie diese Frequenz verlängern und zum zweiten können sie natürlich, wenn sie das Fahrzeug mal in der Werkstatt ist, über die Onboard-Diagnose sich jederzeit einen neuen Autoschlüssel anlernen. Was in anderen EU-Nachbarländern für so stark gefährdete Fahrzeuge von Versicherungskonzernen schon Vorschrift ist, ist ein nachträglich individuell verbautes sabotagesicheres Alarmsystem mit einer Faktor-2-Authentifizierung und einer Backup-Sirene. Kinderleichte Bedienung: beim Verlassen des Fahrzeuges schärft sich das Alarmsystem über den werkseitigen Schlüssel. Ein autorisiertes Entschärfen des Alarmsystems ist nur möglich, wenn die Driverkarte in der Nähe des Alarmsystems ist. Kommt der Dieb jetzt zum Fahrzeug, ich lasse jetzt mal die Driverkarte hier in so einer Kinescope-Mappe verschwinden, und hat die Schlüsselfrequenz kopiert oder einen Schlüssel nachgemacht oder euch den Schlüssel geklaut, möchte ich auch mal demonstrieren, was dann passiert. Kann den Wagen zwar öffnen, kann das Fahrzeug die Tür auch aufmachen, aber kann das Alarmsystem nicht entschärfen ohne die Driverkarte. Nur mit diesem Schlüssel, egal ob er kopiert ist oder geklaut ist, wie auch immer, das Alarmsystem löst den Vollalarm aus nach dem Ablauf der Wartezeit, denn das Alarmsystem sucht jetzt natürlich noch die Driverkarte. Kann ja sein, dass ich vom Kofferraum nach vorne komme, ist die Driverkarte aber nicht da, was mir das hektische Blinken der Status-LED anzeigt, wird der Alarm ausgelöst. Parallel dazu bekomme ich einen Anruf auf meinem Handy, aber ich möchte auch noch mal demonstrieren, ich kann hier jetzt mit dem Schlüssel gar nicht deaktivieren, sondern ich muss erstmal meine Driverkarte wieder rausholen. Alarmsystem entschärft jetzt automatisch. So, und kurz danach bekomme ich den Anruf auf meinem Handy von dem Alarmsystem, dass ein Angriff am Fahrzeug stattgefunden hat. Bei einer Alarmauslösung bekomme ich auch eine SMS mit einem Google-Link, wo das Fahrzeug angegriffen worden ist. Parallel dazu kann ich das Fahrzeug jederzeit nachverfolgen und auch alle getätigten Fahrten auf der App mir anzeigen lassen. Leider berichten uns Kunden immer häufiger, dass sie nachts in den Fahrzeugen überfallen werden. Unser System bietet die Möglichkeit der Innenraumsensorenabschaltung und des zusätzlichen Panikalarms. Über diesen optionalen Handsender habt ihr die Möglichkeit, einen Panikalarm auszulösen und die Angreifer in die Flucht zu jagen. Der unsichtbar verbaute Radarsensor schützt euer Eigentum vor Langfingern. Die perfekt verarbeitete Funk-Akkusirene ist spritzwassergeschützt und ermöglicht es uns, diese an nahezu jeder Stelle im Fahrzeug zu montieren. Sabotagesicher durch den integrierten Akku ist sie genauso laut wie am Bordnetz. Wenn jemand an der Spannung sabotiert oder die Alarmzentrale vom Bordnetz abzieht, löst die Sirene selbstständig einen Alarm aus. Sowohl fürs manuelle Schaltgetriebe als auch fürs Direktschaltgetriebe bieten wir von der Firma Bierlog eine Gangschaltungssperre an. Auch hier eine kinderleichte Bedienung: ist die Gangschaltungssperre eingelegt, kann ich den Wählhebel aus der Parkposition nicht entfernen, brauche das Schloss nur um 180 Grad zu drehen und schon kann die Reise losgehen. Ich hoffe, mein Beitrag war interessant für euch. Wenn ihr eine Anfrage für euren VW stellen möchtet, könnt ihr gerne auf unsere Homepage gehen, kfzalarm.de, da findet ihr oben rechts ein Kontaktformular.
Wir bauen die Systeme bundesweit ein. Allerdings ist es so, dass wir hier in unserem Meisterbetrieb mit 3 Spezialisten den ganzen Tag immer VW-Busse machen. Da sitzt natürlich jeder Handgriff. Und in den letzten Jahren hat es sich einfach bewährt, dass die VW-Busfahrer gerne zu uns kommen. Ihr wartet in der Regel so 4 bis 5 Stunden, je nach Umfang und Alarmsystem, für die Absicherung eures Fahrzeuges. Gerne könnt ihr uns auch anrufen auf der kostenlosen 0800 535 5433 oder ihr schickt uns eine E-Mail auf die info@kfzalarm.de. Vielen Dank für euren Besuch auf meinem YouTube-Kanal. Euer Kai Stüven.